Guten Abend oder guten Tag, meine Damen und Herren. Spielplanänderung heißt der Titel der Diskussion, die wir jetzt gleich führen werden. Damit war ursprünglich verbunden eigentlich die Idee, Stücke, die selten oder gar nie gespielt werden, vorzuschlagen und darüber zu sprechen, warum sie nicht gespielt werden, ob sie gespielt werden sollten, was in ihnen drinsteckt. Zweimal haben wir es versucht. Die Pandemie hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber jetzt findet trotzdem eine Diskussion statt, unter demselben Titel, aber zu einem anderen Thema, nämlich die große Spielplanänderung, die im Augenblick stattfindet, nämlich, dass gar nicht gespielt wird. Wir sind jetzt in dem zweiten Lockdown, der den Light genannt wird. Wir wissen nicht, wann das endet. Aber wir wissen, dass im Augenblick eben die Theater, die Opern, die Bühnen insgesamt genauso zu sind wie die Museen und andere Veranstaltungen aus dem Bereich der Kunst. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen diskutieren, was das heißt, ob das richtig so ist, welche Einschätzung von Kultur damit einhergeht. Und ich stelle Ihnen die Gäste vor, die hier mit mir diskutieren werden. Mein Name ist Jürgen Kaube. Ich kümmere mich in der FAZ um das Feuilleton. Dörte Lisewski, Schauspielerin aus Wien angereist. Klaus Lederer, Kultursenator Berlins und auch für Europa zuständig. Thomas Oberender, der Intendant der Berliner Festspiele und ein Autor. Ich fange mal an, einfach, Frau Lisewski, was machen Sie zurzeit? Ich durfte an dem geänderten Programm gerade teilnehmen, hier in der wunderbaren Volksbühne. Ansonsten denke ich darüber nach, wie es weitergeht, weil ich habe derzeit keine Proben. Ich glaube, das ist jetzt mit der jetzigen Stunde auch geändert. Ich habe gerade gehört, dass es einen harten Lockdown jetzt gibt in Österreich, vor einer Stunde oder so. Das heißt, bis jetzt durften wir Proben spielen, nicht. Das wird jetzt, glaube ich, auch hinfällig sein. Das heißt, jetzt muss man da die Zeit nutzen, darüber nachzudenken, wie man mit dieser neuen Situation, die sich noch lange hinziehen wird, umgeht. Denn nichts tun und abwarten kann es meines Erachtens nach nicht sein. Ist es eigentlich so als Schauspielerin, dass man das Gefühl hat, man verliert, wenn man nicht probt? Bei Musikern liegt das immer nahe zu sagen, wenn die nicht proben können, dann rostet es irgendwie ein, die Fähigkeit. Wie ist das im Schauspiel? Das ist vielleicht nicht zu erwarten, aber das ist exakt dasselbe. Das heißt, das Training, die Elastizität, die Beweglichkeit von Gedanken, von Gefühlen, vom Körper, der rein sportive Effekt des Ganzen, also im weitesten Sinne sportiv, das spürt man, wenn man das nicht tut. Zumal das ein Beruf ist oder eine Tätigkeit ist, die sich immer im Austausch mit anderen befindet, in Energien mit anderen. Und wenn diese Energie fehlt, das spürt man sofort, weil ein Vakuum greift und eine Art von Implosion, die ist sehr unangenehm. Denn ein Schauspieler, der spielt und tut, ist ein Schauspieler, der spielt. Und ein Schauspieler, der auf dem Sofa sitzt, ist kein Schauspieler. Herr Lederer, Sie, wie soll ich sagen, verantworten den Lockdown nicht, aber Sie sind an seiner Umsetzung beteiligt. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie insbesondere auch die Begründung, die seitens der Bühnen gekommen sind, dass man sich doch so sehr um den Hygienekonzepte gekümmert hat, um den Abstand, dass man also doch sehr viel Wert darauf gelegt hat, der gesundheitspolitischen Situation Rechnung zu tragen und gleichwohl jetzt die Bühnen geschlossen sind und die Kaufhäuser offen? Also erstmal verantworte ich den Lockdown natürlich in der Weise schon mit, als die Landesregierung das Ganze am Ende in Rechtsverordnungen gießen oder in Normen gießen. Und ich habe dem ja zugestimmt im Senat. Ich habe ja nicht gesagt, nein, ich mache das nicht mit, weil die steigenden Ansteckungszahlen sind ja erstmal ein Fakt. So.
Und das Argument, nun haben wir uns 7 Monate vorbereitet, ist einerseits richtig, relativiert sich andererseits, wenn wir wissen, dass die Kontaktbeschränkungen ja nicht nur die Situation in Einrichtungen selbst betreffen, sondern offensichtlich das Ziel ja auch darin besteht, das gesellschaftliche Leben zu verlangsamen, insgesamt weniger Verkehr zu erzeugen, wenn ich das mal so sagen darf. Also das ist zumindest der Hintergrund des Ganzen angesichts der Belastungssituation im Gesundheitswesen. Und trotzdem bleibt natürlich bei mir auch ein Nachgeschmack und der hat verschiedene Schichtungen. Ich will jetzt mal nur eine rausgreifen. Als Jurist kann man das gut und ist da dann auf der sicheren Seite. Die Begründung, die nach der Ministerpräsidentenkonferenz kam, war die, dass Versammlungsfreiheit, Gottesdienste, Religionsausübung grundgesetzlich geschützt sind. Das ist ja eine Verfassungswertung und dass deswegen bei diesen grundrechtsgeneigten Bereichen Einschränkungen jetzt nicht tunlich waren. So. Da ist ganz nebenbei natürlich die Kunst vergessen worden, denn auch die Kunstfreiheit ist eine verfassungsrechtlich geschützte Betätigung und das hat gute Gründe, weil man in einer offenen, in einer demokratischen Gesellschaft der Kunst offenbar eine Rolle zuspricht, die jetzt über das reine Freizeitvergnügen hinausgeht, von dem ja in dieser Pressekonferenz die Rede war. Also man geht davon aus, es gibt eine gesellschaftliche Funktion von Kunst und wenn man das sozusagen mit einer Seitenbemerkung abtut, dass hier Freizeit, jetzt ist nicht die Zeit für Freizeit und Geselligkeit, dann verkennt das ganz offensichtlich diese gesellschaftliche Funktion von Kunst und da muss man gar keinen großen Pathos an den Tag legen. Ich finde das problematisch, dass das so diskussionslos, so 1-fix-3 gemacht worden ist, mit allen Konsequenzen. Da spielt für mich jetzt nochmal die Frage, wie viel Mühe sich in den letzten 7 Monaten gegeben wurde oder die soziale Situation der Kunstschaffenden. Spielt auch eine Rolle, aber es spielt gar nicht die vordergründige Rolle, weil das Problem haben andere gesellschaftliche Bereiche natürlich auch. Also auch Gastronominnen und Gastronomen haben in den letzten 7 Monaten, waren die nicht untätig, sondern haben versucht, ihre Läden Corona-fest zu machen, wenn man das so sagen darf. Also was bei mir Unbehagen auslöst, ist die Tatsache, dass im Diskurs die Kunst so relativ umstandslos dem in einer solchen Krisensituation überflüssigen oder jetzt mal für eine Weile außer Kraft zu setzen, in Freizeitvergnügen subsumiert wird. Und da sage ich mal, wenn man sagt, der Gottesdienst ist ein Ort oder die Religionsausübung ist ein Ort der Sinnsuche, der individuellen Bearbeitung auch von Krisensituationen, dann trifft das zumindest für die Kunst auch zu, denn auch sie hilft der Erkenntnissuche, auch sie hat ein Momentum von Sinnsuche und gerade in Krisensituationen, würde ich behaupten, hat das eine besondere Relevanz. Ja? Und das ist mein Unbehagen. Ja. Würden Sie denken, dass vielleicht der Grund dafür ist, also für die unterschiedliche Bearbeitung des Themas Religion im Verhältnis zu Kunst, dass ein Gottesdienst sich besser abgrenzen lässt als alle möglichen Arten der Kunstausübung? Man könnte ja sagen, es gibt ein Kontinuum von einem Popkonzert zu einer Aufführung der Braut von Messina und das ist beim Gottesdienst doch wirklich, wie soll man sagen, eingrenzbarer. Ist das der Grund gewesen, dass man das gemacht hat? Also wenn wir davon ausgehen, dass all diese Maßnahmen mit einer Pandemiesituation begründet werden, dann ist so eine undifferenzierte Teilung des einen vom anderen einfach nicht haltbar. Weil man könnte natürlich auch in der Kunst sagen, es gibt bestimmte Betätigungen, bei denen ist alles, was wir über die Pandemie wissen, in besonderer Weise gefährdend. Also geschlossene Räume ohne Belüftungsanlagen. Die Clubs sind seit März zu, vergegenwärtigen wir uns das mal. Also da gab es nie zwischendurch eine Phase der Öffnung. So. Also man könnte schon auch sagen, es gibt bestimmte epidemiologisch besondere Gefahrensituationen, das lassen wir jetzt mal weg, haben wir auch in der Vergangenheit weggelassen. Und es gibt andere Dinge, die sind relativ unbedenklich. Also der Wertungswiderspruch tut sich sofort auf, wenn ich eben sage, ich kann in eine Galerie gehen, um ein Bild zu kaufen. Ja, wenn ich über das nötige Geld verfüge, weil die kommerziellen Galerien dem Einzelhandel zugerechnet sind und folglich offen sind. Ich kann aber zur gleichen Zeit nicht in eine Galerie gehen, um mir Bilder anzuschauen, weil die nicht kommerziellen Galerien gehören eben zur Kultur und die Kultur ist nun mal gerade, also da sieht man sozusagen, dass es zumindest im Erklären dessen, was wir da tun und Politik ist ja veranlasst, die Maßstäbe, warum sie Dinge tut, offen zu legen und auch zur Diskussion zu stellen, zumindest in der demokratischen Gesellschaft, dann zeigt sich ganz deutlich, dass die Undifferenziertheit der Maßnahmen nicht bis ins Letzte epidemiologisch begründbar ist. Hm. Herr Oberender, wie sehen Sie das, bevor wir vielleicht auf andere Aspekte von Corona kommen, die das Theater betreffen, wie sehen Sie das als jemand, der ja auch letztlich davon betroffen ist?
Ja, ich fände natürlich auch viel besser, wenn Museen und Theater offen sind. Und es trifft uns hart, dass wir den Gropiusbau schließen müssen. Es trifft uns hart, dass wir Festivals, an denen wir ein Jahr lang gearbeitet haben, als reine Online-Veranstaltung durchführen müssen. Aber ich will mal sozusagen eine andere Perspektive einnehmen und sagen, dass die politische Entscheidung für mich absolut klar und verantwortungsvoll getroffen wurde. Und die Entscheidung ist eine der Kontaktreduzierung. Es geht nicht um Konzepte und wie sicher sozusagen Orte und Einrichtungen sind, sondern es geht darum, einen bestimmten gesellschaftlichen Verkehr zu minimieren. Und da muss man sich überlegen, welche Bereiche in der Gesellschaft dafür das Opfer bringen. Und man hat sich entschieden zu sagen, die Wirtschaft und die Bildung nicht. Und der Freizeitbereich, und das ist nicht wertend gemeint, weniger. Und da ist es so, dass ich auch das Gefühl habe, dass natürlich das unendlich abgestuft in der Schicksalshärte ist. Also wir haben, glaube ich, an den großen Institutionen eine Situation, wo wir alle sichere Gehaltsempfänger bleiben. Es gibt wirklich große Initiativen des Staates, sowohl im Bereich der Gastronomie wie auch der Kultur zu helfen, und zwar abgestuft und schnell und eigentlich relativ unkompliziert. Also was man jetzt bis hin zu den Hilfen für Solo-Selbstständige, die nicht mehr nur Betriebskosten, sondern auch Lebensunterhalt geltend machen können. Also ich finde, wir leben in einem Land, was relativ rücksichtsvoll und elastisch reagiert. Und mir ist diese Reaktion im Grunde lieber als ein totaler Lockdown. Und ich freue mich im Moment, in Deutschland zu leben und nicht in Frankreich oder in anderen Ländern. Also das, ich finde eigentlich, man muss die Politik loben. Auch wenn wir jetzt hier zu den zählen, die Opfer bringen und die betroffen sind in einer stärkeren Weise als Leute, die vielleicht normal zur Arbeit gehen können. Und ich wünsche mir natürlich, dass das bald möglichst wieder so ist. Aber erstmal muss ich sagen, dass ich eher beeindruckt bin von diesem Krisenmanagement. Würde man das in Österreich auch so formulieren? Ich glaube nicht. Natürlich ist man im Land der Seligen, weil man bis jetzt, also wie gesagt, bis vor einer Stunde noch so arbeiten konnte. Auf der anderen Seite bin ich das irgendwie ein bisschen leid, als Sonderfall behandelt zu werden. Und nicht nur, weil wir der Freizeit zugeordnet werden und ein Staatsoperndirektor gleichgestellt wird mit irgendeinem Bademeister irgendwo, sondern weil es die Rechtfertigung gegenüber der Gesellschaft, also gerade wenn von Wirtschaft gesprochen wird und ein IKEA, Entschuldigung, dass ich den Namen jetzt nenne, offen haben darf. Ich meine das jetzt gar nicht populistisch und ein Theater geschlossen wird, aber zum einen handelt sich das bei unseren Institutionen, wir sind unter Observation, also und zwar, und das Verhalten war vorbildlich, nicht nur wegen irgendwelcher Investitionen in Belüftungsprogramme, Corona-Tests der Mitarbeiter. Das Publikum hat sich fantastisch verhalten, auf der Bühne, hinter der Bühne. Das ist überhaupt kein Thema. Wir sind einfach auch ein Riesenwirtschaftsfaktor, und zwar nicht nur wie das Theater, sondern die Kultur insgesamt. Also ich kann nur für Österreich sprechen, aber da waren die Zahlen in den letzten Jahren so an Wertschöpfung der Kultur um 6 Milliarden Euro. Da beläuft man sich so bei 3% der Leistung des Staates. Das ist nicht nichts. Das heißt nicht, dass man nicht vernünftig handeln soll. Ich bin auch gegen irgendeine vage Empörung, weil sich Künstler gerne empören. Ich möchte nur nicht unter diesen ständigen Rechtfertigungszwang kommen, wenn bei uns Sachen sehr geordnet ablaufen und in einem Supermarkt nicht oder in einem Möbelhaus nicht, dann stellt man sich Fragen, und die stellen wir uns jetzt. Und es ist auch die Frage, weshalb wir nicht die Chance bekommen, das kann man jetzt vielleicht im Klandestinen unter im Lockdown machen, dass man andere Konzepte entwickelt, andere Formate entwickelt. Ich selber arbeite in einem großen Haus, was halbwegs abgesichert ist, das stimmt schon. Trotzdem wird uns das ja noch länger begleiten. Das heißt, ich glaube, es kommt jetzt darauf an, dass man einfach gewisse Strukturen für die Zeit dieser Ausnahmesituation über Bord wirft und anders drüber nachdenkt und dafür auch Möglichkeiten bekommt, nicht nur, weil wir diesen Bildungsauftrag haben, sondern weil diese althergebrachten, nach dem Motto, wenn wir es nicht so machen können, wie wir es bis jetzt gemacht haben, dann machen wir gar nichts und lassen uns schließen und verlegen es jetzt nicht nur ins Internet, sondern versuchen andere Formen, auch wenn wir wieder aufmachen dürfen,
zu finden. Sei es, dass man vielleicht weniger Repertoire macht, mehr Ensuite spielt, dass, falls wieder ein Lockdown kommt, wenigstens nur eine Produktion gekillt wird und nicht ein ganzes Repertoire perdu ist und damit, ich weiß nicht, wie viel Millionen Euro. Also man kann ja anfangen, neu nachzudenken, auch neu nachzudenken über so etwas, was es heißt Ensemble. Ich selber gehöre zu der Generation, wir mussten zunehmend mit jedem Jahrzehnt mehr Jet-Setten, damit man ja überall vorkommt und so weiter. Wenn das jetzt nicht geht, dann kann man jammern oder man kann es nutzen und sagen, gut, wir stärken die einzelnen Orte, die einzelnen Theater, wir stärken die Flexibilität, verlegen das nach draußen. Das ist dann natürlich immer eine Frage der Behörden, was man alles darf oder nicht. Aber meine letzte Erfahrung hier an dem Haus, das ist jetzt 12 Jahre her, da wurde es gerade renoviert. Und da hat man einfach gesagt, gut, man baut draußen ein kleines Amphitheater, Who Let the Dogs Out, dank Bert Neumann, da haben wir halt draußen gespielt. Also gut, jetzt im November, das sei alles dahingestellt, aber ich glaube, man muss eine neue Beweglichkeit entwickeln, gerade weil wir noch gut finanziell aufgestellt sind und abgesichert sind. Gerade dann haben wir die Verpflichtung, neu zu denken und neu zu handeln, das glaube ich. Das ist wichtig, weil das ist ja über die gesellschaftlichen Bereiche insgesamt so. Wir sehen einfach, dass die Gesellschaft nicht so schnell ist wie das Virus. Es ist einfach schneller und man sieht es in den Schulen ganz stark, welche Anpassungsschwierigkeiten es gibt und ich glaube, man sollte da auch gar nicht man sollte das erstmal gar nicht so nach Schuldigen suchen oder so. Das ist einfach schwierig. Es ist einfach schwierig, das umzustellen. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen skeptisch ist, was das Loswerden der Angelegenheit angeht, dann wäre das jetzt die Zeit, sich Dinge zu überlegen. Was verändert diese Epidemie und künftige? Wenn es welche geben sollte, was wir ja nicht ausschließen können. Ich weiß nicht, wie, gibt es da Ideen? Also das Theater war lange nicht mehr so lang anhaltend nachdenklich wie in der Pandemiezeit. Also in dem Moment, wo kaum noch Premieren rauskommen, wo kaum noch Kritiken zu schreiben sind, weil eben so wenig stattfindet, hat sich der gedankliche Selbstreflexionsprozess der Theaterszene also wirklich exponentiell vergrößert und beschleunigt. Und ich finde, dass schon viele gute Ideen auch dabei entstehen. Also wie Institutionen in so einer Pandemiesituation, das sind eigentlich zwei Fragen, die Sie stellen. Ja, also wie agiert man akut? Was können wir machen in so einer Situation? Und das Zweite ist, was ist die Zukunft des Systems? Also, und da meine ich nicht nur die Geldfrage, sondern auch, wie werden wir entwöhnt von bestimmten Ritualen? Oder vielleicht wird es das Gegenteil sein, dass wir wieder Nähe suchen. Also ich glaube, auf der akuten Ebene ist es so, dass wir tatsächlich wie gesamtgesellschaftlich so eine Debatte führen müssen, wie das System smarter wird. Also dass man eigentlich die Zeit jetzt nutzt, um zu differenzieren. Theater funktionieren anders als Museen. Alles, was Öffnungszeiten hat, ist viel einfacher zu handeln, weil die Besucher einzeln kommen, einzeln durch sichere Systeme zu navigieren sind. Hingegen bei Anfangszeiten einfach 800 Leute vor der Tür stehen, die da irgendwie gebordet werden müssen. Und das ist komplizierter in Infektionssituationen. Also auch kulturelle Institutionen funktionieren nicht alle gleich. Und ich glaube, Systeme können smarter werden, man kann Erfahrungen sammeln, wo wird sich überhaupt angesteckt, was ist auch so ein Vorschlag wie von Thomas Ostermeier, eine Spielzeit zu verschieben, also ein System insgesamt flexibler zu machen und zu sagen, okay, dann spielen wir mal eine Zeit im Sommer, wenn das jetzt für alle so schwer ist, finde ich vollkommen diskussionswürdig. Ja, also ich bin ja eher infrastrukturverantwortlich als selber aktuell in dem Bereich, aber natürlich kann man Infrastruktur auch nur bereitstellen, wenn man die Augen aufmacht und guckt. Ich sehe das ein bisschen wie Thomas. Also die Debatten sind durch die Pandemie keine grundsätzlich anderen. Oder die Pandemie ist nicht der Ausnahmezustand gegenüber einer Normalität, in der alles okay ist. Da glaube ich,
Das kann man so festhalten. Und die Kreativität der Versuche, mit den Dingen umzugehen derzeit, das ist schon durchaus beeindruckend. Und ich hätte mir, also ich habe lange wie eine tibetanische Gebetsmühle gesagt, wir müssen uns bestimmten neuen Herausforderungen stellen. Wir müssen eben gucken, wie wir in Kultureinrichtungen im digitalen Bereich stärker werden, wie wir kulturelle Teilhabe organisieren und dergleichen mehr. Und es ist in der Tat richtig. Also nichts hat diesen Prozess in einer Weise vorangetrieben wie die vergangenen Monate, wo aus der Not heraus eine Tugend gemacht werden musste und da jetzt eine ganze Menge im Fluss ist und durchaus auch positive Entwicklungen geschehen. Ansonsten sind wir natürlich hier in einer Situation, in der auch noch tatsächlich vieles möglich ist. Also gucken wir in andere Staaten, wo mittlerweile komplette Orchester entlassen, Museen zugemacht werden, so sind wir hier in der Situation, dass im Theater ja nach wie vor geprobt werden kann. Wir haben zum Glück jetzt nicht die Situation, ich hoffe, das bleibt uns auch erspart, wie in Österreich, dass im Grunde gar nichts mehr funktioniert, sondern die Arbeitsprozesse können weitergehen, künstlerische Praxis, auch das kritische Befragen der künstlerischen Praxis kann weitergehen und natürlich wird auch weiterhin daran gearbeitet und das ist mir auch wichtig, sich mit einer Situation oder sich auf eine Situation einzustellen, in der wir mit dieser Pandemie tatsächlich noch eine Weile zu tun haben werden. Also der Impfstoff soll nicht darüber hinwegtäuschen und auch solche, ich sag's jetzt mal so ein bisschen Durchhalteparolen, wie wir machen das jetzt alles, damit Weihnachten die Welt wieder in Ordnung ist, sind da eher, glaube ich, kontraproduktiv, weil Weihnachten wird die Welt nicht in Ordnung sein, sondern wir werden noch eine ganze Weile einfach mit Kontaktbeschränkungen zu leben haben. Und deswegen habe ich auch gesagt, mir wäre die Differenzierung als ein Signal an die Kunst wichtig gewesen, dass man das wahrnimmt, dass da Versuche unternommen werden, sich mit dieser Situation, also es geht nicht sozusagen um das Pathetische oder Elitäre, Abgehobene, jetzt macht man uns hier zu und es geht auch nicht allein um die Künste, sondern es geht natürlich um die Frage, auch in welcher Welt wollen wir leben und welche Prioritätensetzungen werden eigentlich an den Tag gelegt bei solchen Maßnahmen, wie viel Differenzierung ist man und sind wir in der Lage aufzubringen und zwar durchaus in Angesicht der Pandemie, nicht die Pandemie leugnend, sondern uns auseinanderzusetzen mit den Realitäten, die sie uns aufzwingt, notgedrungen aufzwingt. Und diese Diskussion, glaube ich, die müssen wir jetzt auch weiter betreiben. Würden Sie, wenn ich da kurz nachfragen darf, würden Sie eine Möglichkeit sehen, innerhalb der Kultur zwischen Dingen zu unterscheiden, die man offen lässt und anderen, die man dann doch schließt? Aber natürlich, das funktioniert. Das haben wir jetzt über, also im März war ich hier, am 11. März war ich der Erste, der hier den Läden zugemacht hat. Da fand noch gar keine Kanzlerschalte statt, weil mir klar war, wir hatten die Epidemiologen, wir hatten Herrn Wieler, Herrn Drosten bei uns im Senat und die haben uns ein Stück weit vermittelt, was man damals über die Pandemie wusste. Wir wussten aber noch nichts über Schmierinfektion, Aerosole, Tröpfcheninfektion. Das war damals alles noch nicht klar. Wir wussten nichts über Masken. Wir wussten nichts über Möglichkeiten, durch Vorkehrungen Ansteckungen zu unterbinden, über die Rolle von Belüftungsanlagen. Nun waren wir ja 7 Monate nicht untätig, sondern wir haben ja die Belüftungsanlagen unserer Kultureinrichtungen durchgecheckt. Wir haben mit ExpertInnen von der Charité, von der Technischen Universität versucht, sehr differenzierte Konzepte zu schaffen. Wir wissen, dass beispielsweise Gesang eine andere Ansteckungsgefahr mit sich bringt als das Betrachten von Bildern. Ja, liegt irgendwie auch in der Natur der Sache. Insofern, wir haben schon längst begonnen, glaube ich, ein abgestuftes, differenziertes System zu entwickeln. Innerhalb der Kultur, finde ich, muss man unterscheiden, weil, wie gesagt, wie Sie sagen, ein Museum vollkommen andere Möglichkeiten an Raum, an Quantität, an Menschen regulierbar macht. Gleichzeitig gibt es unterschiedliche Künstler. Für einen Tänzer ist ein Jahr aktiven Nicht-Tanzen-Könnens ein Riesenverlust. Wir können spielen, bis wir, weiß ich, tot umfallen auf der Bühne. Für Sänger, für Musiker. Also man muss es differenziert betrachten. Ich weiß nicht, wie es zu organisieren wäre, aber diese Pauschalschließungen, wo die Museen zu Recht sich empören und sagen, Moment mal, aber wir haben doch kein Personal in dem Sinne, wir sind eben keine Sänger, Chor, wie auch immer. Ich glaube, das ist notwendig, weil sonst ist das irgendwann, wie gesagt, auch im Vergleich zu den anderen Wirtschaftsbereichen, die offen haben dürfen, wo Leute ganz anders aufeinandertreffen, nicht mehr seitens der Politik uns gegenüber zu rechtfertigen. Weil wir sind alle vernünftig, dass das eine schlimme Krankheit ist, müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Jeder muss da den anderen schützen. Nur, es muss ein bisschen Acht gegeben werden, wie man das macht und man muss sich in Acht nehmen vor Pauschalisierung, weil der Kunstbetrieb als solcher, den gibt es nicht.
Vielleicht einmal eine kleine Runde zur Digitalisierung. Das ist ja so eine spontane Reaktion gewesen, und zwar in allen gesellschaftlichen Bereichen, also außer halt im Bereich Lebensmittel und wenn man Pizzas eben nicht runterladen kann. Aber das war ja so, bei den Schulen hieß es ja, das machen wir jetzt digital. In der Kunst gab es das, Museumsführungen oder man hat die Archive angezapft, was interessant war für das Publikum, wenn man denn, ich weiß nicht, wie die Nutzungszahlen waren, aber und dann gab es aber auch darüber hinaus, was ich interessant fand, Versuche, jetzt das Digitale nicht einfach so als Transportmechanismus zu verwenden, sondern irgendwas damit zu machen. Ich sag's mal so etwas pauschal. Haben Sie schon einen Eindruck, wie das, also gibt es schon eine Art Urteil darüber, wie das gelaufen ist? Es läuft ja noch. Ja. Und die, ich glaube, man muss das unter, also man könnte das in zwei Ebenen beschreiben. Das eine ist, dass wir schlagartig merken, wie schlecht wir gerüstet sind für die Situation. Ich glaube, dass das, was die meisten Theater und öffentlichen Einrichtungen jetzt gerade anschaffen, was ja auch vom Staat mit großen Investitionshilfen gefördert wird, ist eine Infrastruktur, die nie wieder verschwinden wird. Also das, was jetzt sozusagen als eine zusätzliche Sparte in den meisten Institutionen entsteht, die eine Mischung aus anderen Kommunikationsformen in Echtzeit, anderen Produktionen, die für diese Sparte entstehen, aber eben auch, dass das eigene Archiv sozusagen zum Teil des Spielplans wird. Das ist etwas, das braucht anderes technisches Know-how, es braucht andere Infrastrukturen, es braucht mehr und andere Personen, also die in den Theatern auch so einfach nicht vorhanden sind. Und da, glaube ich, ist eine riesige Einsicht jetzt zu beobachten, dass diese Entwicklung nicht zu stoppen ist. Das andere ist, dass Digitalität ja eigentlich schon seit 30, 40 Jahren da ist auf den Bühnen. Also wenn wir Digitalität mit Prinzipien wie Feedback, wie sozusagen Echtzeit, Bildgebungsverfahren, die sozusagen nicht mehr Aufzeichnungen sind, sondern wo das Bild im Moment entsteht, andere Distributions- und Beteiligungsformen entstehen, das ist etwas, das hat die Erzählform, die Produktionsform von Theatern seit mindestens 20, 30 Jahren radikal verändert und fing in den 60er Jahren eben auch an mit völlig neuen Kunstströmungen, die nicht die Technologie auf die Bühne stellen. Also die Neuzeit begann bei Shakespeare nicht dadurch, dass die Bühne ständig voll war mit Ferngläsern und Mikroskopen, sondern dass das subjektive Verhältnis, das Individuelle zur Welt sich verändert. Ja, dass sie vom Typus zum Individuum, dass sie völlig andere Problemlagen auf einmal in den Stücken bearbeiten, als das noch in einem Kirchenspiel war oder in einem Mysterienspiel. Das sind die Verschiebungen, die sich gerade ereignen unter dem Vorzeichen Digitalität. Und neu ist, dass auf einmal die Theater selber in die digitalen Medien wechseln. Bislang war die Einwirkung des digitalen Zeitalters auf die mehr oder weniger analoge Erzählform des Theaters zu beobachten. Und plötzlich drängen Theaterkünstler und Kommunikationsleute an den Theatern selber in die digitalen Kanäle mit Produktionen, die sie dafür entwickeln. Und das ist, glaube ich, die spannende Pionierphase, in der wir gerade sind. Ja, ich sehe das natürlich ein bisschen anders, weil das Digitale kann, also ich bin hier, um über Theater zu reden. Apropos, unser Metier ist nun mal unser Metier und das hat was mit einem Auditorium zu tun und mit Menschen zu tun und es hat auch manchmal mit Technik zu tun und es kann auch ergänzend sein. Da kann man zwei Wege beschreiten. Wir haben auch jetzt zum Beispiel an dem Theater, wo ich gerade engagiert bin, im ersten Lockdown Lesungen gemacht, kleine Filmchen gedreht, alles in Ehren, alles gut. Das kann man kunstvoller machen, weniger kunstvoller machen. Es hat zeitgleich aber auch Leute gegeben, die einfach gesagt haben, wir sprechen ein paar Leute an, ein paar Geldgeber, ein paar Raumgeber und zum Beispiel Leute, die ein Theater, das war natürlich im Sommer, im Freien gegründet haben und gesagt haben, wenn die Leute nicht zu uns kommen können, dann kommen wir zu ihnen, weil es gibt das fraglose Bedürfnis nach Unmittelbarkeit, das fraglose Bedürfnis nach einer Gemeinschaft,
die aus lauter Semi-Experten besteht, die trotzdem an etwas teilhaben können, sich ein Urteil erlauben können, genauso ausgesetzt sind wie diejenigen, die es gerade machen. Und diese Menschen haben ein Theater gegründet in Wien, Open Air, das ging, weil es warm war, aber das war in diesen Monaten, wo man auch über digitale Sachen nachdenken kann, und hatten zwischen Juli und Ende September 130.000 Zuschauer. Das heißt, es gibt ein Bedürfnis. Das ist das eine, dass man das andere ergänzen kann. Und ich finde, es ist immer noch ein Unterschied. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich auf Literaturarchive, in Bibliotheken, dass ich darauf zugreifen kann. Aber schon bei der Kunst, jetzt in Wien, hat auch gerade das Wien-Museum seine Archive geöffnet und digital zur Verfügung gestellt. Das ist ganz großartig. Und trotzdem ist schon das, was ich alleine als Individuum erleben kann gegenüber einem Kunstwerk, was beim Buch leichter ist, wenn ich das sozusagen digital wahrnehme, ist es schon in die Gegenwart eines Kunstwerks rein von der Sinnenerfahrung her etwas anderes, geschweige denn eben, wenn ich sozusagen, weil Theater kann ich natürlich digital erfahren, kann zwischendurch aufs Klo gehen, Chips essen oder ich weiß nicht was. Ich bin nicht wirklich gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen. Und sei es, dass ich den Saal verlasse, wie ich es sozusagen live gezwungen und genötigt bin, in diesem komischen gemeinsamen Stimulanzraum, der zu Gedanken und Empathieanregungen oder vielleicht auch gerade nicht, vielleicht nur zu Wut oder Gleichgültigkeit, aber der irgendwas mit mir macht. Es ist ja schon eine andere Stimmung in einem Theatersaal als in einem Kinosaal oder wenn ich alleine vorm Computer sitze. Es ist etwas dazwischen, das heißt, es ist nicht mehr unmittelbar. Und wir leben davon, von der Unmittelbarkeit. Aber das ist gar kein Widerspruch zu dem, was ich sagte. Also ich habe das genau, das war das, was ich meine. Was jetzt wirklich, wenn wir über die deutschen Theater reden oder die deutschsprachigen Theater, wir sind in dem absoluten Luxus, dass wir Ensembles haben. Das hat zwar eine Staatsoper auch, ein fixes Orchester, nur die Künstler, die dort auftreten, sind oft international. Wir haben die Chance, eben, das meine ich, auch wenn wir eingeschränkt sind durch die Krise, uns vielleicht auch ein bisschen zu besinnen auf so etwas wie, auch wenn es schon mittlerweile verschrien ist, weil man ja so wahnsinnig immer am Markt sein muss, auf so etwas wie Ensemble, wo man sagt, wer ist eigentlich vor Ort? Sei es an Regisseuren, also müssen die auch immer durch die Gegend reisen oder müssen die 8 Inszenierungen pro Jahr machen, ohne sich vielleicht eventuell richtig vorbereiten zu können, weil der Markt es verlangt. Jetzt sind wir alle ausgebremst. Ich wünsche jedem ganz viel Arbeit, ich wünsche jedem ganz viel Geld. Nur ist vielleicht auch da dieses andere Tempo, es hat was ja mit, dass jetzt Zeit vergehen darf oder muss, gezwungenerweise, kann man vielleicht das auch nutzen, dass man sagt, nun ja, da haben wir jemand, sei es ein Regisseur oder die und die Gruppe von Leuten, wenn die gut zusammenarbeiten, vielleicht macht der mal 2 Sachen hintereinander, wenn der sowieso schon da ist. Das meinte ich vorhin auch mit Strukturveränderungen. Aber die Branche selbst reagiert noch sehr langsam. Wir haben jetzt selbst, ich möchte das nicht ankreiden, weil es ist eine wunderbare Erfindung, zum Beispiel sowas wie der Nestroy, dieser Preis, der vergeben wird in Österreich, der wurde dieses Jahr vergeben. Warum? Die Spielzeit hat nicht stattgefunden. Ich finde das so ungerecht, den vielen Leuten, die nicht ihre Arbeit zeigen konnten, auch das Theatertreffen. Ich finde, da muss man neu drüber nachdenken und sagen, in diesen Zeiten, was soll das? Wer das Glück hat, der Zeit, dass er was machen konnte oder nicht, das lassen wir ausfallen und konzentrieren das und nehmen alle, meinetwegen nehmen den Zeitraum, fassen den größer oder, wie Thomas sagte, spielen im Sommer. Wo es noch vor kurzem, ich hatte das schon beim letzten Lockdown vorgeschlagen, da hieß es so, nee, machen wir nicht im Sommer. Ich glaube, diesen Sommer, wenn das noch weitergeht, wird das anders aussehen, dass man sagt, dann verschiebt sich was und die Leute werden kommen. Das weiß man aus genügend anderen Erfahrungen jetzt aus dem ersten Lockdown, die werden kommen. Nach dem Motto, die sind alle in den Ferien oder so, schauen wir mal, wie viele Leute, wie viel Geld die haben noch, um in die Ferien zu fahren. Außerdem sind die ausgehungert, die werden wollen und die werden kommen. Also ich glaube, wir müssen einfach beweglicher werden. Ist denn das vielleicht an Herrn Oberender die Frage, wenn wir das jetzt hier in Berlin diskutieren, würde man die Diskussion genauso in Lübeck führen oder in Regensburg? Oder wir haben ja in Deutschland das Phänomen, dass wir 3 Spartenhäuser in Thüringen mit der Straßenbahn erreichen können, von einem 3-Spartenhaus zum nächsten. Also wir haben eine sehr dichte
Besetzung des Landes mit Oper und Theater und Ballett. Aber ist die Szene sozusagen so homogen, dass alle Ideen, die wir jetzt sozusagen für Berlin uns ausdenken und sagen, da wird das gemacht und diese Chance haben wir und da. So, eine ganz offene Frage, gilt das überall oder müssen wir damit rechnen, dass in Konstanz und, weiß ich nicht, Schwerin anders gearbeitet wird und mit anderen Möglichkeiten sind? Also ich glaube, wir haben in Berlin eine sehr abgestufte Theaterlandschaft, die auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Ne? Wir haben diese traditionellen landes- oder stadteigenen oder bundeseigenen Betriebe, Institutionen. Wir haben die Produktionshäuser der freien Szene und wir haben eine freie Szene, die eigentlich keine Orte hat, die für mich zu den gefährdetsten Akteuren in diesem kulturellen Feld zählt. Und Matthias Lilienthal hat gestern erzählt, dass in München 6% des Kulturetats gekürzt wird für die nächste Spielzeit. Ich glaube, vor uns liegen ganz altmodische Kämpfe, also wo es darum geht, das Schrumpfen kultureller Infrastrukturen abzuwenden. Aber es geht auch wirklich ums Überleben sehr vieler künstlerischer Akteurinnen und Akteure, die in diesen üblichen Institutionen gar nicht aufgefangen werden. Da gibt es zwar politische Bemühungen, aber wie lange ist das durchzuhalten, ja, dass Gagen freier Mitarbeiter trotzdem zu 80% bezahlt werden? Viele von denen werden gar nicht in Institutionen engagiert. Wie wird denen geholfen? Das ist für mich die große Frage, wenn es ums System geht, und die stellt sich in Lübeck sicher härter. Je ärmer die Kommunen sind, umso mehr wird Kultur unter Druck geraten. Und ich muss sagen, wir haben ein Riesenglück in Deutschland, wenn ich das mit den Niederlanden oder Belgien vergleiche. Politik kämpft hier in der Regel für Institutionen. Also es ist nicht so, dass wir, nehmen wir mal AfD oder manche Vertreter aus, grundsätzlich ist ja ein politischer Konsens, dass diese Infrastrukturen erhalten werden sollen, dass sie wichtig für die Gesellschaft sind, weil wir uns so stark über Kultur definieren. Aber das ist das eine, ja, das ist die Hardware. Die zweite Frage ist die Software. Also ich weiß nicht, wie man das in Lübeck diskutiert, aber ich finde schon auch, dass die Frage, wofür diese Häuser da sind, was der Produktcharakter ihrer Werke oder dessen ist, was sie hervorbringen, ob das so immer am Burgtheater bestimmt, aber ich sehe doch, dass Ensembletheater eigentlich woanders stattfindet, wo Leute über längere Zeit kontinuierlich miteinander arbeiten oder auch stattfindet. Ja, ich will das nicht gegeneinander ausspielen. Und dort werden sich im Moment ganz andere Fragen gestellt. Also was ist das, was wir wichtigerweise erzählen müssen? In welcher Form in dieser Zeit? Und da kann es sein, dass in Lübeck und in solchen Städten schneller, radikalere Antworten gegeben werden als bei uns. So wie die Kunsthalle in Bielefeld eben sich für Schüler geöffnet hat. Auch das ist eine Option, wie man im Moment die Aufgabe in einer Krise für seine Institution beschreiben kann. Lübeck hat natürlich dann aber auch eine andere Verantwortung, weil da gibt es eben nur das Haus und nicht zum Beispiel wie in Berlin. Weiß ich nicht, die aber Wahl. Naja, also ich sage jetzt mal, natürlich, die stehen unter anderem, die haben eine ganz andere Verantwortung, für Kultur etwas abzudecken, für den kulturellen Bereich, wo in einer wunderbaren Stadt wie Berlin natürlich ganz andere Möglichkeiten bestehen. Also ich glaube, was jetzt sozusagen die ästhetischen Praktiken angeht, es wird sowas wie Oper weitergeben, es wird Konzertaufführungen von Sinfonieorchestern weitergeben, da bin ich ziemlich sicher, es wird auch Sprechtheater weitergeben und bildende Künste und performative Künste und vieles andere. Das ist für mich gar nicht so die zentrale Frage. Die Frage ist eher für mich, und auch das ist nicht Pandemie zwangsläufig, sondern ist eine Frage, die generell natürlich eine gesellschaftlich zu diskutierende Frage ist, da komme ich ein bisschen wieder zum Ausgangspunkt, nach dem Stellenwert bestimmter gesellschaftlicher Betätigungen. So. Und die kann man natürlich je nach der nach den Rahmenbedingungen unterschiedlich beantworten. Also wir haben hier in Berlin, gerade weil ich eben finde, es geht nicht nur um die Institutionen, die sozusagen als staatliche Infrastruktur bereitstehen und bespielt werden können,
sondern es geht eben auch weit darüber hinaus um die Frage, welche Breite hat eigentlich eine kulturelle Szene? Ja, die besteht hier in Berlin aus Subkulturen, die besteht aus privaten Kulturbetrieben, die besteht aus Einzelkunstschaffenden oder Kollektiven, die jetzt in ganz anderen Situationen sind als Menschen, die beispielsweise in Kurzarbeit sind, in einem Orchester. Aber im Augenblick ist gar kein Orchester in Kurzarbeit, die können alle proben zumindest oder streamen oder was auch immer, Digital Concert Hall machen. Und wir haben uns hier in Berlin entschieden, nicht nur erst einmal auch zu sagen, wir wollen in diesem und auch im kommenden Jahr für unsere Institutionen die Einnahmeausfälle absichern und wir ermöglichen auch die Unterstützung von Menschen, die eben aufgrund von freien Verträgen jetzt nicht spielen können, unverschuldet nicht spielen können, sondern wir haben eben auch für, gerade weil Berlin so viele Menschen dieser Art hat, im März gleich ein Programm für Solo-Selbstständige und Freiberufler aufgelegt und das auch verbunden mit der Erwartung an den Bund, da anders zu agieren. Ich bin übrigens ein bisschen skeptischer. Ich glaube, 5.000 Euro für 6 Monate oder für 5 Monate sind jetzt nicht unbedingt der Weg aus der Grundsicherung, sondern wird die Leute zwingen, ergänzend Grundsicherung in Anspruch zu nehmen. Also da gucken wir mal, was da kommt. Und wir haben hier in Berlin ein Förderprogramm aufgelegt, was Liquiditätshilfen für private Kulturbetriebe sichern soll, die sonst niemals von uns 1 Cent bekommen, weil die uns gar nicht brauchen. Also die machen Kunst und Kultur auch ohne eine Kulturverwaltung und ohne staatliche Alimentierung, sondern die machen das im Grunde über Jahre erfolgreich und sind das erste Mal in der Situation von uns, Unterstützung zu brauchen, einfach damit sie nach der Krise noch da sind. So. Und natürlich denken wir jetzt auch über die Frage nach, was da Liquiditätshilfen im Grunde dazu führen, dass diese Einrichtungen sich bis auf die Knochen runterhungern müssen, wenn mal eine Situation erreicht ist, in der tatsächlich ein Neustart, das ist ja auch der Name des Bundesprogramms, wieder möglich ist, wie können wir das Ganze dann auch anschieben? Und trotzdem wird die Frage irgendwann kommen, wer bezahlt das Ganze? Und da wird dann wieder die Frage, dieselbe Frage auftauchen, die jetzt auch bei den Maßnahmen auftaucht, die am Beginn der Pandemie aufgetaucht ist. Wo in der gesellschaftlichen Hierarchieleiter ordnen wir kulturelle Betätigung an? Welche Zuwendung ist dafür angemessen? Ist das etwas, was man notfalls auch mal für 4 Wochen oder auch mal für 5 Jahre oder auch mal für 20 Jahre nicht mehr öffentlich fördern muss? Oder ist es was, was öffentliche Unterstützung braucht, damit es auch jenseits des Marktes und jenseits der in wertsetzungsfähigen Kunstproduktion sowas wie ein Reflexionsraum über gesellschaftliche Zustände darstellen kann. Da machen wir jetzt sehr viel, aber ich gebe natürlich auch keine Garantie ab, dass jeder Kulturort überlebt. Ich weiß nur eins, wenn hier irgendein privater Kulturort stirbt, dann ist es sehr, sehr schwer, wir sind nicht mehr in den 90er Jahren in Berlin, da wieder anzuknüpfen. Und dann sehe ich, vermutlich wird das dann eher eine Einzelhandelsfiliale, die ja jetzt offen sind, die da einzieht oder irgendwas anderes. Ich knüpfe an das an, was Sie gerade gesagt haben. Besteht eine gewisse Gefahr, dass einfach die Dichte, in der in Deutschland, auch in Österreich im Grunde, Theater und Bühnen existieren, dass das sich auflösen wird, dass das ein Effekt der Krise wird? Sie hatten gesagt, Theater im Sommer. Und das leuchtet ja sehr ein. Jetzt könnte man sagen, da steckt aber vielleicht eine Gefahr drin, nämlich eine Art Festivalisierung des Theaters, also eine Art zwischen Ende Mai und Ende September machen wir ein großes Avignon in verschiedenen Orten und dann rechnet jemand nach und sagt, ja, dafür brauchen wir aber nicht das Ensemble in Celle, das Ensemble in Oberhausen oder wo immer jetzt Theater vermutet werden können. Ist das eine Gefahr oder ist das etwas, wo man sagt, na, dann ist es eben so? Also ich finde, das Theatersystem verschwindet seit 30 Jahren oder seit 20. Und zwar von innen, aber auch kulturpolitisch, strukturell. Und diese sozusagen, da ist längst etwas im Gange, wo ich glaube, dass jetzt eine sehr günstige Zeit ist, um mal über das Zusammenspiel von verschiedenen regionalen Landestheatern nachzudenken. Es gibt das alte Landestheatermodell der umherziehenden Vagantenbühne quasi. Aber das kann auch auf ganz anderen Ebenen passieren. Wir haben immer noch kein wirklich gut gefördertes Netzwerk freier Produktionshäuser. Das sind Dinge, wo ich denke, die werden kommen. Und zwar, weil sie kommen müssen. Also ich kann da anschließen. Ich bin da weit entfernt davon, bestimmte Strukturen, bestimmte klassische Produktionsstrukturen und Institutionen kulturnational auf einen Altar zu heben und sozusagen dann
davor zu stehen und sie mit allen Mitteln in Erstarrung und also mit Wachs übergossen zu verteidigen, das wäre ja auch absurd. Also Gesellschaft ist immer Veränderung und da sind Transformationsprozesse im Gang und an diesen Transformationsprozessen ist auch viel Vernünftiges und Gutes und Richtiges. Trotzdem hat mich Ihre Frage natürlich erinnert an diesen Witz, wo ein Unternehmensberater in ein Sinfonieorchester geschickt wird und dann mal durchchecken soll, ob das alles so effektiv ist und dann gesagt hat, wozu brauchen wir eigentlich 16 Streicher bei 4 Stimmen, das können doch auch 4 Streicher machen. Und das ist natürlich eine allgemeine Debatte, auch wieder um die Frage, wie, also unter welchen Bedingungen, unter welchen sozialen Bedingungen soll eigentlich Kunstproduktion ermöglicht werden? Wer soll eigentlich den Zugang dazu haben? Also nämlich nach Möglichkeit alle. Und an wen richten die sich? Also es geht natürlich auch für mich schon durchaus um eine Entelitisierung. Kunst kann ja eine Wirkung nur entfalten, wenn sie tatsächlich auch in der Breite der Gesellschaft wertgeschätzt wird und wenn sie in der Breite der Gesellschaft Denkprozesse, Auseinandersetzungsprozesse auslöst. Und es sind natürlich Diskussionen, die wir um die Frage, welche Themen werden auf der Bühne verhandelt? Wie findet sich eigentlich die gesamte Gesellschaft in solchen Themen wieder oder finden sich Gruppen der Gesellschaft in solchen Themen wieder, die bislang in diesen Theatern überhaupt keine Rolle spielen. Und trotzdem geht es natürlich andererseits auch um die Frage, wenn wir an Spielplanänderungen, 30 Stücke, die das Theater heute braucht, also wir spielen ja Horvath nicht, weil Horvath 50 Jahre gespielt wurde und deswegen auch 100 Jahre oder 150 Jahre gespielt werden muss, sondern wir spielen so eine Stücke natürlich, weil sie auch heute noch eine Aktualität dadurch besitzen, weil sie zeigen, wie Menschen in von ihnen nicht selbst geschaffenen, sehr, sehr widersprüchlichen Situationen versuchen, mit Dingen klarzukommen. Und weil uns das inspirieren kann und weil uns das helfen kann bei der Frage, wie gehen wir eigentlich um mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, in die wir geworfen sind und die wir natürlich auch verändern können oder vielleicht auch gar nicht mehr verändern wollen oder weiß der Fuchs. Ne? Und dafür ist Theater da und das macht Theater spannend und da ist die Frage, ich finde ein Sommertheater super. Ich finde auch draußen Theater super. Ich habe mich auch schon immer gefragt, warum es 2 Monate im Jahr geben muss, in denen in keinem Theater irgendwas passiert. Die Frage kann man umgekehrt ja auch stellen. Also wenn über öffentliche Mittel so eine Infrastruktur bereitgestellt wird, warum findet die nicht das ganze Theater statt? Das heißt nicht, dass jedes Theater das ganze Jahr überspielen muss. Aber warum da nicht eine größere Beweglichkeit reinkommt? Naja, das sind doch zum Beispiel Debatten, auch völlig unabhängig von der Pandemie. Die sind alle mal komplett gerechtfertigt und total legitim. Ich würde eine letzte kurze Runde machen. Nochmal zurück zur Spielplanänderung, wie sie ursprünglich gedacht war. Das steckte schon in der Beschreibung drin, Entelitisierung. Es gibt immer die Produzenten, die Regisseure, die Kulturpolitiker, die Dramaturgen und so. Und dann gibt es noch das Publikum. Und das Publikum ist ja, Sie hatten das erwähnt, im Sommer bereit, auf Schlösser zu fahren und sich dort Konzerte anzuhören. Oder auf dem Dorfplatz oder wie auch so, immer. So, genau. Auch immer, ja. Ist diese, wie soll ich sagen, dieser Versuch, das Theater in alle Bereiche der Gesellschaft hineinzutragen, hat das Grenzen? Ist es ein politisches Projekt? Ist es Wunschvorstellung? Oder trägt sich das tatsächlich zu? Wir haben diese Diskussion Durchschnittsalter des Publikums, wir haben die Beschreibung, dass in manchen Bereichen zu den Premieren die Verwandten kommen und die Kritiker und deswegen die Stücke so schnell wieder abgesetzt werden und deswegen so kurze Probenzeiten sind und so weiter und so fort. Also wir haben ja eine Situation an den Bühnen, die nicht jede Beschreibung oder nicht jede Wunschvorstellung sozusagen der freie Fahrt erlaubt, weil man irgendwie sagen muss, naja, wann kommen denn die Leute? Wozu kommen sie denn? Haben Sie die Vorstellung, wie sich das, gibt es da einen Wandel, hat das mit Demografie zu tun? Also das wäre so eine letzte Frage in Richtung der Stücke im weitesten Sinne, in dessen was gespielt wird, die ich gerne stellen würde. Also ich kann ja mal als Aktive antworten. Ich habe an allen möglichen Orten gespielt und habe jetzt auch erlebt, dass es auch dann mal nicht so gut läuft und dass Leute nicht kommen. Komischerweise, es liegt wirklich ganz oft am Autor und also welche Art von Mittler
also der Autor als Mittler zwischen den Schauspielern, die sich dann zu den Autoren machen, und dem Publikum, das sie erreichen wollen, wenn das sozusagen schwache Vorlagen sind, wo die Schauspieler auch wenig Futter haben, weil die Schauspieler wiederum, genau wie das Wort, Mittler sind für die Leute oder an die Leute, um an die Leute heranzukommen, dass das dann nicht so gut funktioniert. Und es funktioniert immer dann und ist vollkommen fraglos. Und dann erscheint Theater als so leicht, wenn es mit starken Stücken und mit starken Schauspielern und vor allen Dingen einer starken Regie zusammen, dann fruchtet das und dann muss man sich um die Zuschauer keine Gedanken machen. Und ich glaube, da kann man jeden ins Boot holen und zur Not geht man eben zu den Leuten, apropos Entelitarisierung, also es trifft vielleicht auch nur aufs Theater zu, weil in der Oper ist es schon anders. Ich bin froh, wenn ich Elsa 30 höre, weil es eben eine ausgebildete Sopranistin ist, die ganz göttlich singt und da möchte ich nicht irgendwen hören. Ich finde es aber auch toll, wenn Sir Simon Rattle in diesem wunderbaren Projekt, was er mal vor, wann war das, 10, 15 Jahren, was war das, Sacre du Printemps oder so, wo er mit diesen Kids gearbeitet hat, die erst so ankommen, da wurde dieser Film drüber gemacht, und die dann erblühen, obwohl sie vorher nichts damit zu tun hatten. Weshalb ich vorhin von den Theaterzuschauern als Experten sprach. Die müssen den Autor nicht kennen, die müssen den Background nicht kennen. Dafür haben sie uns als Übersetzer. Die können vollkommen ohne Vorwissen reingehen und können sich trotzdem ein Urteil erlauben. Und das ist das Tolle. Und solange ihnen diese Chance gegeben wird, werden sie uns auch nicht abhanden kommen. Das ist meine Erfahrung, und zwar eine lebendige, keine Theorie, sondern Praxis. Ja, ich sehe es ausnahmsweise ähnlich. Ich denke auch, dass es wertvoll ist, diese Art von Spielplan, Erweiterung vorzuschlagen oder ins Gespräch zu bringen, weil sie den Gedächtnisraum von Theater vergrößert. Einfach jeder Text ist ein Vorgang von geschriebener Welt, die sich verlebendigt im Jetzt zwischen Menschen und auch in einer sehr speziellen Weise notiert ist. Und das wieder in unser Heute reinzutragen, ist per se wertvoll. Ja, ich glaube, dass diese Stücke, die da wiederentdeckt werden, wahrscheinlich nicht das Publikum ziehen, weil das Publikum die Stücke ja gar nicht kennt. Aber vielleicht helfen sie das Denken von Theaterkünstlern, die sehr mit Texten arbeiten, mit dieser Art von Text arbeiten wollen, reicher zu machen, anregender, überraschender, querstehender, tiefer. Und dann wäre schon die Mission erfüllt. Ich glaube nicht, dass die Relevanz des Theatersystems insgesamt durch neue Stücke zunehmen wird oder alte Stücke, sondern die lebt immer von diesem Übersetzungsvorgang. Der Text an sich ist ja sozusagen tot im Theater, sondern er braucht diese Art von Wiedergeburt im Verhalten einer Gruppe von Menschen. Und was die bewegt, ist wichtig. Was die durch den Text lernen, entdecken, für Abenteuer erleben, das ist das, was mich mitnimmt, wenn ich im Theater bin. Oh, dafür braucht man vielleicht nicht nur diese Stücke, aber sie sind schon mal eine riesige Hilfe. Und ich glaube, es sind letztlich 3-4% statistisch einer Stadtbevölkerung, die ins Theater gehen. Das ist immerhin mehr als zum Fußball. Aber man soll sich nicht die Illusion machen, dass wir die Gesellschaft erreichen. Das tun wir nicht. Das gab mal Theaterkünstler. Und ich glaube, auch Milo Rau würde das immer noch wollen und losziehen in alle möglichen Bereiche des Lebens, um es mit Theater zu infiltrieren. Aber ich glaube, nach dem Living Theater ist es in dieser institutionalisierten Form, wie wir jetzt hier gerade über Theater sprechen oder die wir damit zumindest verbinden, ausgeschlossen, dass wir über diese 3% hinauskommen. Und da können wir nur, glaube ich, maximal verunsichernd wirken und euphorisierend und begeisternd in dieser kleinen Blase von Menschen, die bereit sind, auf diese Reise zu gehen, wenn sie in Theater gehen. Also das, glaube ich, wird der Spielplan nicht für die Gesamtheit relevanter machen, der geänderte, aber er wird vielleicht das Spiel interessanter machen. Also ich glaube erstmal und kriege das auch bestätigt in dem, was ich so sehe, und das ist ja weit mehr als die Institutionen, ja, das ist kulturelle Bildung, das sind
Bibliotheken als dritte Orte, Jugendkunstschulen, Musikschulen, dass grundsätzlich jeder Mensch durch künstlerisch-ästhetische Ausdrucksform erreichbar ist. Also dem Grunde nach. Das ist erstmal ganz banal. Und wenn man die Frage stellt, was ist hier politisches Programm? Also politisches Programm ist für mich zu ermöglichen. Diejenigen, die als Praktikerinnen und Praktiker diese Prozesse betreiben, ist ja immer eigentlich ein kollaborativer Prozess, also mit alten Stoffen tolle neue Sachen machen, Gegenwartsfragen stellen oder auch meinetwegen Vergangenheitsfragen stellen, kann ja auch mal schön sein, müssen trotz alledem, glaube ich, reflektieren. Sie sind ja soziale Wesen, Teil der Gesellschaft. Das ist schon ihre Aufgabe, weil kulturpolitisch natürlich eins richtig und relevant ist. Wir stellen öffentliche Ressourcen bereit, nicht zu knapp. Ich sage natürlich immer noch viel zu wenig, es könnte mehr sein, aber jammern wir nicht in der Bundesrepublik und auch hier in Berlin, jammern wir auf hohem Niveau, also wenn wir die Kulturetats uns anschauen und die Abgesichertheit von kulturellen Institutionen und Prozessen und auch Förderprogramme, bei allem, was da verbesserungswürdig ist. Grundsätzlich gilt, es sind öffentliche Ressourcen, die dort eingesetzt werden. Und diese öffentlichen Ressourcen dienen und müssen am Ende einem öffentlichen Zweck dienen. Sie müssen sich sozusagen vor der Öffentlichkeit auch rechtfertigen. Und das ist der Auftrag. Und dieser Auftrag, den habe ich nicht als kulturpolitisches Programm durchzusetzen. Ich kann aber eine Infrastruktur bereitstellen, damit Menschen in der ihnen eigenen Freiheit, künstlerisch tätig zu sein, sich mit dieser Frage auseinandersetzen oder nicht. Alles andere ist Gesellschaft. Ich glaube, das waren drei sehr gute Schlussworte. Ich bedanke mich sehr für die Diskussion. Grüße ins Publikum, auch in das Publikum dann der Aufnahme. Und haben Sie einen guten Nachhauseweg. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.